Dürfen Jurastudenten eigentlich Rechtsrat geben? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist mal wieder Freitag. Zeit für unsere Darf ich das Videos? Und das heutige Darf ich das Video bezieht sich ein bisschen auf Jurastudenten und alle sonstigen Menschen mit gutem juristischen Wissen oder Halbwissen, die Mitmenschen einen Rechtsrat geben. Wir wollten mal der Frage nachgehen, darf man als Jurastudent eigentlich Rechtsrat geben? Und der Weg zur Klärung dieser Frage führt unwillkürlich ins Rechtsdienstleistungsgesetz. Da steht seit dem 1. Juli 2008, dass man auch Rechtsdienstleistungen als Nebenleistung zu einer Hauptleistung erbringen kann. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Makler für Wohnungen auch seine Kunden dahingehend beraten darf, wann eine Eigenbedarfskündigung möglich ist. Denkbar ist auch, dass eine Autowerkstatt mit der Versicherung kommuniziert und den gesamten Schaden abwickelt. Das ist sogar in der Praxis sehr häufig der Fall. Ebenfalls denkbar ist, dass ein Architekt auch zu baurechtlichen Fragen als Nebenleistung berät oder ein Webdesigner zum Impressum. Das klärt aber noch nicht die eigentliche Frage. Was ist, wenn ein Jurastudent, der ja eben sowas niemals als Nebenleistung erbringt, sondern dann auch tatsächlich als Hauptleistung, hier juristische Antworten im Freundes- und Familienkreis gibt. Und da gibt es auch eine klare Antwort zu. Im unmittelbaren privaten Umfeld ist es tatsächlich möglich, dass man eine unentgeltliche Rechtsdienstleistung anbietet, aber es muss eben ein nachbarschaftlicher, familiärer Zusammenhang gegeben sein. Natürlich auch Verbraucherzentralen und Mietervereine haben die Möglichkeit, als Verbände hier Rechtsdienstleistungen zu geben. Anwälte schauen da natürlich immer ein bisschen argwöhnisch drauf, weil man auch weiß, ist diese Rechtsdienstleistung dann auch so kompetent wie vom Anwalt. Und für diejenigen, die sich beraten lassen, stellt sich als nächstes die Frage, ja gut, haften diejenigen, die mich entweder ganz unentgeltlich oder im Rahmen einer Nebenleistung beraten, denn auch genauso wie ein Anwalt? Und da ist die Antwort ziemlich klar, nein, tun sie nicht. Denn zunächst einmal, wenn es eine unentgeltliche Leistung ist, kann man davon ausgehen, dass da wohl nur eine Haftung für grobe Fahrlässigkeit gegeben ist. Immerhin. Und dann stellt sich natürlich die Frage, muss dann von dem armen Jurastudenten irgendwas holen, wenn er grob fahrlässig hier einen Kaufvertrag falsch geprüft hat und ich mir jetzt ein Auto gekauft habe, wo die gesamte Gewährleistung ausgeschlossen ist und plötzlich ist dann Schaden und man hätte ihm besser dann mal gesagt, sieh zu, dass kein Gewährleistungsausschluss drin ist oder was auch immer da an Konstellationen denkbar ist. Also das ist der große, große Nachteil. Die Haftung ist in der Regel ungeklärt. Kann auch ein Nachteil für denjenigen sein, der den Rechtsrat gibt. Denn normalerweise möchte er einfach nur so einen Tipp geben, unverbindlichen Tipp vielleicht. Aber bei grober Fahrlässigkeit muss er eben für die kompletten Schäden aufkommen. Und da gehen dann die neuen Rechtsstreitigkeiten mit echten Anwälten dann los über die Frage, war dieser unentgeltliche Rechtsrat eigentlich nur so ein Tipp und war das jetzt grob fahrlässig oder war das nicht grob fahrlässig? Also, die Antwort ist ja. Jurastudenten dürfen einen Rechtsrat geben im familiären, freundschaftlichen Kreis, haften erstmal in der Regel wohl nicht dafür, aber für grobe Fahrlässigkeit schon. Und wenn sie insgesamt auch noch eine Klarheit schaffen wollen für normale Fahrlässigkeit, sollten sie das rechtlich regeln, weil da ist letztlich noch eine Grauzone, wer da haftet oder nicht haftet. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr Rechtsklarheit in das Thema bringen. Nächsten Freitag gibt es unsere nächsten Darf ich das Videos und am Sonntag seht ihr unsere Nutzerfragen. Montag ist dann Recht für YouTuber dran und Mittwoch die Challenge WBS-Fragen an allen anderen Tagen unsere normalen Videos. Falls euch das gefallen hat, dann Daumen hoch, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.